25 Jahre feiern, 25 Jahre Geburtstag am 7. Juni, als in dieser Woche vor 25 Jahren, ist Aida Cara getauft worden und es ist seitdem eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Vielen Dank, dass Sie diesen besonderen Tag mit uns zusammen verbringen und diesen besonderen Abend, aber natürlich auch über die vielen, vielen Jahre zusammen. Beim Jubiläum oder auch Geburtstag, glaube ich, haben wir alle die Chance, immer so ein bisschen zurückzugucken, das, was war, wo stehen wir heute und wo wollen wir auch in die Zukunft. Und ich habe mich bedankt bei den Gästen, aber ich will mich auch nochmal bedanken bei unserer Crew. Wenn wir zurückschauen, wir haben 1996 die moderne Kreuzfahrt, glaube ich, revolutioniert, hier in Deutschland, aber auch darüber hinaus. Wir waren dann endlich froh, als wir im Juni 1996 die ersten Gäste an Bord nahmen. Was macht dieses Familiengefühl auch aus? Ja, ich glaube, es ist das Gefühl, wieder zu Hause zu sein oder in einem Zuhause zu sein. Und das ist mit der Crew wirklich auch in den Austausch zu gehen, andere Menschen kennenzulernen in diesem gesamten AIDA-Kosmos, den wir an Bord natürlich, den man sofort spürt, wenn man an Bord kommt. Wir hören da auch sehr viel auf unsere Gäste, auf ihre Wünsche. Und ich glaube, das macht den Erfolg seit 25 Jahren aus, dass wir grundsätzlich ein ganz, ganz tolles Produkt haben, aber dass wir auch immer wieder darauf reagieren, wie der Markt sich verändert, wie die Wünsche unserer Gäste sich verändern. Und das führt am Ende eben zu dieser Treue, die wir seit 25 Jahren genießen dürfen. Also, was gibt es da so Tolles, Neues? Wir haben ein großartiges Ocean Deck. Das ist also ein Ocean Deck über 4 Ebenen mit einem Infinity Pool. Also am Heck hinten? Ja, genau. Ja. Bei uns ist Joja Wendt. Ich bin sehr froh, dass wir einen Taufkapitän gefunden haben, der nicht nur zu den beliebtesten und den bekanntesten Kapitänen in unserer Flotte gehört, sondern der auch wahnsinnig erfahren ist. Insofern bin ich sehr, sehr froh, dass wir als Taufkapitän Vincent Zufalka gewinnen konnten. Taufpatin von Aida Cosma wird sein Christina Vogel. Hallo liebe Aida-Freunde, hier ist Christina Vogel. Ich wünsche euch alles, alles Liebe zum 25. Geburtstag. Unser Gesamtziel ist, dass wir mit der Gesamtflotte bis 2040 komplett emissionsneutral unterwegs sein können. Wie ist es denn, wenn du schon so lange jetzt dabei bist, als junger Mensch zur See zu fahren? Ja, ich würde sagen, das ist das Beste, was man machen kann. Das war tatsächlich schon mein Kindheitstraum, zur See zu fahren und eines Tages dann irgendwann Kapitänin zu werden. Wir können tatsächlich die 18. AIDA-Schule bauen. Felix, 18 Schulen. Das ist ein Anfang, das wollen wir mal ganz, ganz deutlich sagen. Aber ich finde, aus einer Idee heraus, aus einer Kooperation heraus, das jetzt in so kurzer Zeit geschafft zu haben. Vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung, liebe Gäste. Wir sind jetzt bei 20 Projekten und 11 Schulen, die schon gebaut sind, 9, die jetzt im Bau sind oder dann demnächst eben fertiggestellt werden. Und unser Ziel ist natürlich klar, die 5 Schulen noch dazu zu packen in unserem Jubiläumsjahr, um dann auf 25 Schulen zu kommen. Aber wir werden dann nicht aufhören, definitiv, das ist heute schon versprochen. Wenn ich so das Ziel von uns zusammenfasse, ist es eigentlich relativ einfach. Wir probieren, dass jeder Gast an jedem Abend einen tollen Abend hat, dass er was Besonderes erlebt, dass er sich angekommen fühlt an Bord, dass er neue Dinge mitnimmt sozusagen für seinen Alltag nach dem Urlaub. Danke für Ihr Interesse und ja, bis hoffentlich bald. Hier ist We Are The World und wir sagen auf AIDA sehen.